Herzlich willkommen in der Eisenhütte der Qual vom Macmillan-Anwesen. Und es ist ich spawne hier direkt bei den Feinsteller. Und dann begeben wir uns mal schön auf die Suche nach. Da habe ich jemanden gesehen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Ah, Altix. Du schon wieder. Ja, hallo. Pfui. Nicht im Wald. Links von uns sabotiert jemand gerade. Ja, ich bin das. Oh, das ist schief gegangen. Okay, tschüss. Stellt eine Falle. Nee, er nimmt die. Ich weiß nicht, stellt eine Falle mitten im Gras auf. Geht, mach ich auch immer. Geht jetzt nach links. Es ist genau da, wo du gerade weggegangen bist, hingegangen. Wie jetzt, von mir kommt die Krähe. Da kriege ich jetzt schlechte Laune. Ich bin hier seit 2 Sekunden drin. Er kommt. Ja. Hier bei mir. Das ist ein Witz. Ich war hier seit 5 Sekunden drin. Was soll denn dir am Mist? Das war jetzt komplett bekloppt. So, jetzt müsste allerdings mein Plot mal funktionieren. Ja, jetzt funktioniert. Sehr gut. Er stellt die Falle unter mir auf. So, auf. Herrlich, danke. Oh, ich verklemme mich natürlich direkt am Baum. Aber er steckt daneben, der Vollidiot. Da habe ich noch Ablenkungspunkte für bekommen. Runde entkommen. Ich drücke zweimal Leertaste und es funktioniert nicht. Oh, wieder so ein völlig sinnloses Zeug von Interface-Mist. Lässt mich fallen? Achso, er muss die Falle erst wegmachen. Ich schaff's nicht, frei zu wickeln. Nee, schaff ich nicht. So, da bin ich. Er stellt die Falle unten auf. Ich bin gleich mal eine Runde zu kämpfen. Ich hab grad übelst Schreck. Ach, shit. Da ist auf einmal der Kampf aufgehört und ich meine nämlich nicht. So, das war's jetzt zu meinem Nupsi im Übrigen auch. Ah, oh, scheiße, ich hatte 3 Nupsis. Ich wollte Rang 17 werden. Nein! Generatoren, echt jetzt. So, auf Wiedersehen, Lipsi. Auf Wiedersehen, Punkte. Das war jetzt auf der ganzen Linie scheiße. Sorry. Oh, Leute. So, Malowski wird verfolgt. Ja. Funzel, Richard, Funzel! Nein. Warum hast du die Funzel nicht genommen? Ja, du weißt, wie lange man braucht? 3 Sekunden, um die einzustudieren. Das Problem ist, der kann dann immer noch weiterlaufen. Wusstest du das? Ja, das ist schon klar. Aber also, der sieht dich halt nicht mehr. Du kannst direkt auf ihn zulaufen auf Deutsch. Du fragst, warum ich die Funzel nicht nehme. Bitte. Gary hat nur Gary gut, um sabotiert gerade eine Runde. Macht er doch nicht. Ich hab bei hat Gary beginnt es gerade zu klopfen. Jonas! Ich bin doch dabei! Würgerkranz, 25 Blutpunkte und Geflüster. Höre vereinzelt, das Flüstern ist endlich los, wenn du 50 Metern eines Überlebenden stehst. Der andere ist gleich bei mir. Der andere kann mir helfen. Nein, ich steck fest.
Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich komm hier nicht weg. Immer mal in der Wiese. Das ist bitterst. Ey. Nee, komm. Jetzt nicht. Oh, wie das verbuggt. Bloß weil ich mal... Hier hast du deine Scheißbunze. Ja, ich hab's gesehen. Die kann gar nichts. Komplett bekloppt. Ja. Ja. Toll. Gleich kommt die Krähen. Wenn das im Keller passieren würde, dann wäre es ja wesentlich irgendwie Punkte oder so, aber. Ich bin tot. Oh, das ist auch noch gleich ganz tot. Toll. Ich guck mal bei Gary. Gary geht gerade im Keller runter. Verdammt. Er kommt. Hä? Drück mal linke Maustaste. Bist du in der Falle drin oder siehst man die bloß nicht? Nee, ich steck im Boden. Lieber Killer, komm! Ich steck fest, ich lebe mir! Das ist irgendwie zu bescheuert. Mann, das war schön! Gary hat im Keller tatsächlich eine Kiste gefunden. Und hier ist gleich ein Haken. Gary rennt nach oben. In deine Richtung. Tatsächlich. Der hat nur Plünderspürsinn. Ja, Plünderspürsinn hätte ich ja ganz gern. Und damit war es das. Obwohl, sind ziemlich viele Haken blockiert. Es könnte sein, dass das jetzt hier etwas länger dauert. Aber wie sein Plünderspür sind immer noch effektiv ist, obwohl er getragen wird. Zack! Fluchtversuch! Los jetzt! Genau. Der erste. Der zweite. Der dritte. Hier kann man machen, wenn man schnell ist. Er war dann wohl demzufolge nicht schnell. So, gucken mal Antix zu, wie sie stirbt. Genieß es. Klar, schon mal ein. Oh, das Geräusch aus dazu, ey, ist richtig bitter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.